Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Manchmal interessiert es mich, was gerade so in ist, was gerade so in den Charts ist. Also gucke ich da manchmal in die Listen rein, so auch heute Morgen, und habe da einen Song entdeckt von Nathan Evans. Und ich hatte noch nie von Nathan Evans gehört. Also dachte ich, okay, ich gucke mir mal das Video an und habe ungefähr, weiß nicht, 10 Sekunden vom Video gesehen und dachte, wow, das ist mega speziell. Ich möchte es gerne gleich gemeinsam mit euch anhören. Was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down or below my Billy boys blow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Ich liebe ja einen Scottish Accent. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Ich finde das so cool, nur schon sein Akzent. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Das ist so cool. Das ist so cool. Oh, und ich habe einfach, ja, ich muss gestehen, ich habe eine Liebe für so ganz, ganz tiefe Männerstimmen. Das ist, also jetzt der Typ, als der gerade reinkam, dachte ich, boah, ich liebe das. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Nochmal ein Bass. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Yeah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es so cool. Ich finde eigentlich nur schon die 2 Stimmen. Ich nehme an, weil so viele Felder noch leer sind, dass da noch mehr Stimmen kommen. Ich fand jetzt nur schon gerade das so cool. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Okay, schöne Harmonien. Da muss ich jetzt sagen, für mich hätte es jetzt die Frauenstimmen nicht unbedingt gebraucht, auch weil sie so weit auseinander liegen. Also ich bin da mehr ein Fan von, man sagt einfach close harmony, also wenn die Harmonien eher näher beisammen sind, näher, ja. Das war jetzt ein bisschen schade, dass die so weit auseinander waren, aber ja, ich meine, es gibt eine schöne neue Farbe rein, das ja. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Man kann ja fast nicht anders als mitschunkeln, oder? Auch mit diesem natürlich treibenden Rhythmus. Ich meine, so ein Shanty, was ist eigentlich ein Shanty? Ein Shanty ist ein altes Seemannslied. Und wieso hat man überhaupt gesungen, wenn man zur See gefahren ist? Also dieser Rhythmus, den hat man gebraucht, um irgendwie den Anker gleichmäßig einzuholen oder die einfach alles, was man rhythmisch gemacht hat. Ich habe keine Ahnung von See. Von Segeln, weiß nicht, wahrscheinlich Segel einholen oder so. Alle diese rhythmischen Dinge und darum, ja, alle diese Shanties. Also von der Form her passiert ja nicht viel, ist relativ simpel, aber meistens irgendwie gefühlt 300 Strophen und eben sehr, sehr rhythmisch. Cool. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Ich muss auch sagen, ich finde, es gibt weniges, was so schön ist wie mehrstimmiger Gesang. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich bin ja
nicht nur Sängerin, Gesangslehrerin, sondern auch Chorleiterin. Ich habe einen mega tollen Chor, mit dem wir auch irgendwie schon schöne Projekte gemacht haben, wie zum Beispiel mit Hugh Jackman singen vor 13.000 Leuten und so weiter. Und ja, es ist, also ich meine, ist ja bekannt, dass man im Moment nicht gemeinsam singen darf. Und darum ist unsere letzte Probe auch schon so lange her. Aber das ist, ich finde, mehrstimmiger Gesang, das ist was Unvergleichliches. Ich glaube, das können auch Leute, die noch nie in einem Chor gesungen haben, können das gar nicht so nachvollziehen. Aber das ist, war für mich, wenn ich jeweils am Flügel saß und den Chor begleitet habe, und da habe ich manchmal gesagt, komm doch vorne zu mir. Und dann hatte ich irgendwie 60, 70 Sänger, die so um den Flügel rumstanden und mich angesungen haben. Heute unvorstellbar, aber dieses Meer aus Klang, das ist sowas, wow, das ist, wenn ich dran denke, ja, Hühnerhaut, Gänsehaut, das ist echt was mega Schönes. Und jetzt auch hier, ich finde, hier ist natürlich auch, das sind natürlich alles auch individuell ganz, ganz tolle Sänger. Also man hört das ja so ein bisschen raus, da ganz viele spezielle Stimmen, diese tiefen Bassstimmen. Oh, das ist mega. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Das fand ich jetzt hier fand ich es irgendwie cool, noch diese liegende Linie von der Frau oben drüber, weil es so, hier war es irgendwie so ein Kontrast, hat mir jetzt gerade sehr gefallen. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hand to the side, her pinned and fought her when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das macht mich gerade so happy, das zu hören. Ich weiß nicht, diese simple Melodie, die schönen Stimmen, dieser Rhythmus, ich finde es gerade mega und halt auch so ungewohnt. Das ist ja was, ich weiß nicht, wie viele von uns Seemannslieder hören so im Alltag, wahrscheinlich nicht so viele. Ich finde es, ja, macht mich gerade sehr glücklich. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come. Ich dachte, ungelogen, gerade in dem Moment dachte ich so, das ist wirklich so, man sitzt im Pub und schunkelt und was würde da jetzt noch passen? Irgendwie eine Fiedel, eine Geige, lustig. Und da kommt's, ich dachte gerade eigentlich, das fehlt jetzt eigentlich noch. Mit Choreo. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Gerade jetzt fand ich die Frauenstimme auch sehr schön. Ich hab gerade überlegt, wieso. Ich glaube jetzt, weil das Verhältnis so viel ausgeglichener war. Grundsätzlich ist ja, sind ja diese Shanties sind eigentlich oft von Männern gesungen, Männerchören gesungen. Wieso? Weil einfach auch die Männer zur See gefahren sind. Und es ist schon auch spannend, wie man hat ja auch so eine gewisse Hörgewohnheit. Ich frage mich gerade, wie das klingt. Gibt es das überhaupt? Weibliche Shanty-Chöre? Wenn ich jetzt wahrscheinlich wählen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde mir eher die Männer anhören, weil einfach das, ja, hat dann so ein bisschen eben einen urchig, sagt man in der Schweiz, gibt es im Deutschen auch urchig, einen urchigeren Seemannscharakter. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum.
come one day when the tonguing is done and we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down under a right whale bore. The captain called all hands on shore, he'd take that whale and so. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tumbling is done, we'll take our leave and go. Come on. EDM und Shanty. Okay, ja. Also wieso nicht? Also... So unpassend klang es jetzt eigentlich gar nicht. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her to the sweet harp and fought her when she died below. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Wow, wie cool ist das denn bitte? Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das also super cool. Einfach mal toll, sowas Ungewohntes zu hören und dann auch noch mit so einem Song in die Charts zu kommen. Schön. Und ich habe ja echt auch, ich habe eine große Liebe für auch so irgendwie Traditionen, alte Lieder, Volkslieder. Ich meine, diese Shanties, ich nehme an, das ist wahrscheinlich irgendwie 19. Jahrhundert. Also ein uralt Song, der erst nach so vielen Jahren in die Charts schafft und Menschen begeistert. Toll, toll. Jetzt habe ich gar nichts gesagt zu der Stimme von Nathan. Also ich meine, es ist eine schöne Stimme. Es ist irgendwie, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht was einem total... neu vorkommt, total aus den Socken haut. Das ist, aber alles in allem super cool. Also da ist irgendwie ein Typ, der eine Leidenschaft hat für Lieder, die irgendwie sonst niemand hört und erobert damit die Welt. Das sind natürlich Geschichten, die mir mega gut gefallen. So cool, so cool. Ich glaube, ich gehe jetzt gerade ein bisschen Shanties anhören. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und du gerne mehr solcher Videos sehen möchtest, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.